Moin Moin, liebe Shakes and Fidget Freunde, ich hoffe euch geht's gut und ihr hattet einen schönen Start in den Mittwoch. Eins vorweg, heute ist ein neues Format bei uns gestartet. Wer Bock hat, beziehungsweise es noch nicht getan hat, kann gerne vorbeischauen. Ist im Hochformat-Style, also ne, könnt ihr richtig nice am Handy gucken, wenn ihr möchtet. Und ansonsten vielleicht am PC oder so ein bisschen Umgewöhnung, aber dort geht es halt darum, da ich Dinge aus meinem Alltag so erzähle, was für Probleme mich so im Alltag begleiten, ne, oder was so irgendwie als nächste Projekte ansteht und so weiter und so fort. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mal einen Blick reinwerfen, ansonsten geht es jetzt hier los. Und zwar haben wir richtig Meta gemacht. Ein Kollege und ich haben gestern Supernatural geguckt. In der Zeit habe ich 25 Euro Pilze verbraten. Ja, alles für den Dackel, alles für den Club. Ne, bin jetzt Level 187. Hab richtig krasse Ausrüstung und so dies, das neu geholt. Hab trotzdem nur genauso 4%, also Schaden gemacht wie gestern. Ne? Genauso 4% beim Dämonenportal gemacht wie gestern, wo ich noch Billo-Stuff hatte. Einfach gebrochen. Also wirklich. Bodenlos, sage ich euch. Bodenlos. Aber naja. Das soll mich nicht aufhalten. Nicht wahr? So, jetzt noch einmal klicken. Ich step immer in 10er Schritten. Alles andere, also wer das anders macht, der ist lost, sage ich ganz ehrlich. Wer das anders macht, der ist komisch. So Mittwoch haben wir heute, ne? Wir haben hier niemanden freigeschaltet für Mittwoch. Das sind alles die Season-Dinge. Fuson. Na, ich glaube, das dauert eine Ewigkeit. Nee, den können wir nicht knacken. Hier das Nashorn ist eh montags, da können wir noch ein bisschen warten. Guck mal hier auch, Much. Hier sind denn erst die Daily. 4 Stück werden das, aber bis wir da sind, holy shit. Hier, Kloptiwop, das ist der nächste, den wir brauchen. Aber bis dahin ist Lillipon auf Level 100. Bis wir den kloppen können. Kloptiwop kloppen. Hier haben wir Season. Hier ist Mittwoch. Tikon, aber da kommen wir nicht hin mit Kokofö. Ich meine, wir haben noch genug Früchte, aber das dauert ja wahrscheinlich noch circa eine Woche, bis wir da sind. Und hier, ja, haben wir es halt verpasst. Ne? Ist ein bisschen lost. Iwigrin. Ja. Müssen wir halt warten, bis Tintag so hoch ist, weil ich baller nichts mehr in Okodil rein. Das wäre... Oho. Oho. Vergebene Liebesmüh. Ansonsten können wir gleich mal gucken in die Videos von gestern, Freunde. Ich habe da ja ein paar Dinge aufgehoben. Ja, kann jetzt mal unser Zombie kommen. Oh, jetzt ist schwierig, ne? Richtig viel Holz. Aber ich glaube, ich gehe auf Früchte. Seht ihr das? Ah, der kommt einfach nicht. Oh, jetzt. Oh! Ja, das ist natürlich Ripikowski, ne? Also wirklich. Aber das war ja das Bodenloseste und das waren 75 Abenteuerlust. Gibt zumindest ein gut Geld, ne? Aber ja, alles andere ist natürlich Muchentuchen. Holy Macaroli, das war ja mal... Das war ja mal gar nicht. Pokémon hätte man jetzt gesagt, das war wieder mein Schuss in den Ofen. Das konntest du ja vergessen, ey. So. Rein in die Videos, würde ich sagen. Vorher nehmen wir hier noch einmal hoffentlich einen Sieg mit. Ja, okay, lassen wir das. Und es gibt da nämlich ein paar Videos, die wir angucken könnten. Ich glaube, können wir fast besser hier erstmal bauen. Jetzt gib. Danke. So. Und so. Ihr erschreckt euch nicht, das sind ein paar. Wo können wir denn als... ja, wir gehen hier in den Turm. Richtig krass. Da habe ich auch eigentlich gehofft, dass es klappt, weil ich habe vorher mit meiner Size-Ausrüstung habe ich schon richtig Meter hier immer gemacht.
Dann habe ich irgendwann gedacht, ich weiß nicht, auf welchem Level ich das geschafft habe. Habe ich gedacht, so, jetzt muss aber reinknallen. Und dann hat es tatsächlich auch geklappt. 176. Da hatte ich sogar noch meine alte Ausrüstung. Aber irgendwas war anders. Ich weiß nur nicht mehr genau was. Und da war denn die erste Waffe für meinen Magier. Ich blende euch das mal mit ein. Was das für ein Unterschied war, Freunde. Also wirklich. Das hat so reingeschallert. Dann kam als nächstes der harmlose Plüschbär. Ne? Gucken wir uns mal an, den Hasen. Machen ja auch ein bisschen schneller. Das war halt ein Stärkegegner. Habe ich gedacht, okay, das sollte ja eigentlich easy werden. Ich weiß nicht, wie viele Twice das genau gebraucht hat. Ich liebe die Sounds. Magwart hat dir richtig gut geholfen, weil er einige Crits raushauen konnte mit seiner neuen Waffe. Kunigunde hier auch noch mit der alten Waffe. Dann gehen wir mal hier ruhig auf ein bisschen schneller. Die Sounds. Aber es gibt auch richtig wenig Kombos, wollte ich sagen, und dann vermöbelt er den Teddy. Dann gab es hier richtig gute Handschuhe für Kunigunde. Ah ne, gar nicht, war wieder für Marktwart, Entschuldigung. Richtig nice. Dann als nächstes Blümelinchen. War wieder ein Stärkegegner. Marktwart, ja, war diesmal nicht so erfolgreich. Aber Kunigunde hat richtig Damage gemacht, das war so nice. Muss mal hier im Runter machen. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser. Und auch hier, ne, richtig nice. Ich glaube, ja doch, wieder für Marquardt. Also der hat, den konnte ich ausrüsten gestern, holy shit. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt im Turm, wir haben neue Ausrüstung bekommen für unsere Leute. Die ist des Ananas, ne. Und dann habe ich gedacht, okay, versuchen wir mal, die Banshee nochmal anzugehen. Eigentlich gar nicht so schwierig. Aber das hat sich doch ganz schön gezogen. Aber Marquardt wieder, die neue Waffe, das war so Gold wert, wirklich. Das hat richtig viel gebracht. Dann konnten wir hier Gott sei Dank einige Crits raushauen und dann kam ein richtig heftiges Upgrade für Kunigunde. Es war so nice. Der Bogen, realistischer Raketenbogen, hat richtig reingeknallt. Und dann habe ich versucht, ich weiß gar nicht warum. Weil Level und so habe ich nicht gemacht. Wo habe ich hier? Ich glaube, die habe ich aus dem Wirbelsturm. Die Waffe. Kann mich gerade nicht erinnern, weil sonst habe ich es ja gespeichert, alles, was wir erreicht haben. Aber ich glaube, hier hatte ich die Waffe aus dem Wirbelsturm. Es war so ein enormes Upgrade, dass wir tatsächlich hier den Clown wegmachen konnten. Richtig gut. Dann kam als nächstes der Schlangenmensch dran. Das war dann wieder ein Geschicksgegner. Da wusste ich, oh je, das wird einige Twice brauchen. Also im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, ob ich es... Doch, habe ich am Anfang gesagt, es waren 25 Euro, die ich gestern bei Supernatural nebenbei verbraten habe. Hier, das Geile ist, es gibt richtig viel EP, aber auch richtig viel Gold. Mega nice. Dann hier den ersten Gegner bei den Minen Glorias in der Schattenwelt weggemacht. Also Marquardt, das ist Gold wert, der kann nicht so oft angreifen. Aber wenn, dann macht er gut Damage. Und Kunigunde hat hier auch richtig Meta gemacht. So gut. Und dann wieder für Marquardt hier, ne? Also der hat gestern Sachen bekommen, ich kann es euch sagen, den konnte ich gefühlt komplett einmal umgestalten. Denn hier wieder Gegner, Minen von Gloria, nächste Ebene gemacht. Ich zeige euch gleich mal kurz, wie weit wir ungefähr sind. Dass man dann so einen Überblick hat. Aber Kunigunde, ihr seht ja, ne, wenn die einmal ausgerüstet ist, ist das fast eure Lebensversicherung. Und dann gab es hier tatsächlich nochmal eine neuere Waffe für Marquardt. Das Mordinstrument
Instrument der Gitarrenhelden. Ich weiß gar nicht, ob ich den ausgerüstet habe damit. Ja, tatsächlich. Also insane. Hier haben wir sogar noch eine Möglichkeit, einen Sockel einzufügen. Für Marquardt. Beziehungsweise einen Edelstein reinzubuttern. Dann haben wir im Zirkus des Grauens Intelligenzgegner gehabt, was richtig, richtig anstrengend war. Da hatten wir an der richtigen Stelle die Crits gehabt. Weil ansonsten wäre es echt unmöglich geworden. Hier sind wir schon 182, bin ich an dieser Stelle schon mit massiven Stärkeanstieg. Dann ging es wieder runter in die Minen Glorias mit richtig viel Ausdauer beim Gegner. Also es war schon bodenlos. Und Kunigunde hat uns sehr wahrscheinlich hier wieder nicht mal gut gecarried. Das heißt, sie mussten einige Kombos, ja, mussten rankommen. Und dann gab es hier eine Kette, ich weiß gar nicht, wen ich die angezogen habe. Irgendjemanden auf jeden Fall. Ja, natürlich. Auch Marquardt. Ist auch gut. Und dann war nur noch von heute früh der bucklige Zombie. Das Dämonenportal. Ach, lol. Hier das Biest. Hä? Wieso ist das was anderes? Habe ich denn tatsächlich besiegen können, Freunde? Ich glaube, da hatte. Ja, 45% waren das gewesen. Und den konnte ich hier runterprügeln. Also hätte ich die mal im Dämonenportal der Gede gemacht, dann wäre ich happy gewesen. Ah, jetzt weiß ich auch, was das bedeutet. Also immer, wenn ich in Dungeons gehe, oder ist das... Nee. Was bedeutet... Ich reite es nicht. Also insgesamt 90 bzw. 91.000 Lebenspunkte auf meine... Gesamt-Life-Points oder... Oh ja. Ja, tatsächlich. Ah. Geil. Mega cool. Nice, das freut mich. Richtig, richtig cool. Ja, haben wir geschafft. Und hier habt ihr ja gesehen, ne? Hier habe ich reingeschissen. 5,2 Millionen nur gerissen. Ja, und das war tatsächlich gestern mein Dungeon-Push. Hier geschafft, den Zirkus des Grauens, dann schaltet man ja automatisch die Hölle frei. Intelligenzgegner direkt zum Anfang, schwierig, lassen wir erstmal so stehen. Haben dann aber heute früh in der Mine den Osterus-Schlüssel bekommen. Hier könnte ich jetzt versuchen, aber da ich nur noch, ich zeige euch das mal, gestern knapp 600 Pilze, jetzt nur noch 30 Pilze habe, lassen wir das erstmal so sein und wir warten einfach ein bisschen ab, bis ich Geld habe oder ja, Monatsende werde ich so nicht kommen. Das heißt, ich werde mir zwischendurch wieder was holen müssen. Und in der Schattenwelt sieht das Ganze so aus. Den Herrn der Finsternis ist zwar ein Geschicksgegner, aber... Stand gestern Nacht hatte ich keine Chance. Und im zweiten Dungeon, die Minen von Gloria in der Schattenwelt, sind wir tatsächlich bei 6 von 10. Richtig gut, haben richtig Meta gemacht, so, so nice. Das Monster, hä? Ah, lol, das gibt's denn in der Edelsteinmine. Ah, also wenn wir Pech haben, Optimalfall kriegen wir einen Stein für Marquardt. Ja, hier will ich jetzt nichts reinmachen. Ich habe auch gestern vertüdelt, ihm meine alte Waffe zu geben. Ich hatte ja den Haken gehabt, dann habe ich hier den Seelenschlitzer bekommen, weil er nochmal viel besser war als den Haken, den ich hatte. Habe ich vergessen, einfach Bertram zu geben. Der hat jetzt immer noch die ältere Waffe. Naja. Lust, Lust, Lust. Könnt ihn jetzt hier sowas geben. Aber hat keinen Sockel, kein Nix und da jetzt drauf freuen, das kann ich nicht. Deswegen lassen wir das erstmal. Und Bertram muss damit klarkommen, was er leider zur Verfügung stehen hat. Tut mir leid, alter Freund. Du bekommst bald auf jeden Fall neuen Stuff. Das verspreche ich dir. Das war's aber jetzt von meiner Stelle aus. Hier sind wir auch bald da, denn spielt das auch nochmal mit dazu. Aber ich hoffe, wir kriegen halt natürlich Sachen
Also auf der Waffe erstmal nur erhöht den Schaden um so und so 4%. Das würde schon reichen. Die Elemente, das dauert hoffentlich noch ein bisschen, bis das ein Thema wird. Aber das wird auch noch mal eine andere Geschichte, Freunde. So, jetzt gucken wir, ob wir hier noch mal ein paar Ressourcen dazu bekommen. Weil morgen früh, Freunde, ist es endlich soweit. Und müsst mal gucken, ich weiß es gar nicht. Da gibt es bestimmt auch eine coole Internetseite für. Hoffe ich, dass ich direkt die Ritterhalle auch ausbauen kann. Ne, das wäre dann mega nice. Dann haben wir nämlich die Festung auf 12, die Ritterhalle auch auf 12. Und dann geht's los hier. Ne? Arbeiterquartier nachziehen. Erstmal auch auf Stufe 12. Und dann wird direkt die Mine nachgezogen. Also Arbeiter oder wir machen das. Je nachdem, wie lange das dauert, werde ich erst die Edelsteinmine, denke ich, hochziehen. Aber muss ich gucken, wie lange die Bausteps dauern. An Arbeitstagen, denke ich, also wenn ich einen tagsüber arbeite oder nachts, je nachdem, wie lange das dauert, kann ich einen Ausbau starten oder hier unten bei der Holzfällerhütte. Okay, so lange gehe ich nicht arbeiten, das kann ich euch versichern. Hier 2 Tage auch nicht. Ja, schwierig. Muss ich mal schauen. Ich glaube, ich kann erstmal die Edelsteinmine ein bisschen pushen, hochpushen. Und dann das Arbeiterquartier. Dauert 2 Tage, aber naja, immerhin 5% schneller immer die Arbeitssteps. So, jetzt verabschiede ich mich aber von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht weiter Meta. Wir ziehen auf jeden Fall weiter durch. Wir freuen uns drauf. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut und euch noch einen schönen Tag.